Im Übrigen hat es ja auch nach dem Zweiten Weltkrieg noch jede Menge Vertreibungen gegeben. Erinnern wir uns an den Balkan oder an die Schilderungen aus Afrika, Darfur. Dass man deshalb ein Zentrum gegen Vertreibung bei uns einrichtet, ist sinnvoll und richtig. Aber was unerträglich ist, ist die Haltung von Angela Merkel und von Herrn Guido Westerwelle gegenüber der Frau, die maßgeblich für die Errichtung eines solchen Zentrums eingetreten ist, nämlich der BDV-Präsidentin Erika Steinbach. Diese Frau hätte in den Stiftungsrat gehört. Sie ist Abgeordnete des Deutschen Bundestages, Präsidentin des Bundes der Vertriebenen. Und ich möchte daran erinnern, dass im September 2003 ein gewisser Herr Westerwelle Folgendes in einem Interview gesagt hat. Außenminister und Bundeskanzler sollten bei unseren Nachbarn für Verständnis werben im Zusammenhang mit diesem geplanten Zentrum gegen Vertreibung. Ich verstehe nicht, warum der Bundeskanzler und der Außenminister den Sorgen der Nachbarn nicht entgegentreten, sondern die Debatte noch unverantwortlich anheizen. Ausgerechnet dieser Herr Westerwelle macht dasselbe jetzt, heute, was er seinem Amtsvorgänger vorgeworfen hat. Wenn einer versagt hat, dann ist es dieser Herr Westerwelle. Sicher, damals hieß der Bundeskanzler Schröder und der Außenminister Fischer. Aber der Herr Westerwelle geriert sich heute nicht mehr als deutscher Außenminister, sondern eher als polnischer Außenminister. Er hätte die Frau Steinbach gegenüber diesen polemischen und unerträglichen Angriffen aus Polen in Schutz nehmen müssen. Stattdessen führt er sich auf. Ich glaube, die Polen haben sogar schon überlegt, ob sie nicht ihren Botschafter aus Berlin abziehen. Das macht der Westerwelle eh besser. Der jetzt gefundene Kompromiss ist eine äußerst schäbige Lösung. Und von den Maulhelden aus der CSU hört man nichts. Haben Sie in den letzten Tagen, Wochen irgendeine Stellungnahme gehört? Der Herr Seehofer ist ein Weltmeister im Abtauchen. Immer wenn es problematisch wird, hören Sie von dem nicht mehr. Und dann taucht er plötzlich wieder auf und dann kommen große Sprüche und dann ist wieder nichts. Im Übrigen ist das Vorgehen auch der Bundeskanzlerin natürlich konsequent. Konsequent im Sinne der Berliner Erklärung der CDU, die wir vor zwei Wochen zur Kenntnis nehmen durften. Die CDU ist nicht mehr daran interessiert, ihre ehemaligen Stammwähler zu halten. Die interessiert sich jetzt für grüne Wähler und für FDP-Wähler irgendwo in der ominösen Mitte. Das ist die neue Strategie. Und da sage ich ganz offen, klar, dann gibt es eine Konsequenz. Die Vertriebenen sind jetzt auch politisch heimatlos geworden und wir Republikaner bieten ihnen Asyl. Hier ist die politische Heimat der Vertriebenen und nicht bei den Schwarzen, meine Damen und Herren.